Ich bin Romina Nikolic und wer mich ein kleines bisschen kennt, weiß, dass ich total ein Herz habe für Crowdfunding und Indie-Projekte. Und ich habe mich total gefreut, als Anfang des Jahres die Crowdfunding-Kampagne für den Band Bukarest – The City of Good Life online ging und dann tatsächlich auch erfolgreich war. Ich habe das irgendwie reflexartig tatsächlich unterstützt und ich freue mich total, dass wir jetzt hier zusammensitzen und ich noch ein bisschen mehr über den Band und das Projekt erfahren kann von den beiden Herren, die das Projekt zu verantworten haben. Das ist zum einen Marcel Schreiter, der Fotograf und Filmemacher, und der Autor, Bäcker und Weltenbummler Michael Schwesinger. Ich denke, wir steigen einfach mal ganz, ganz simpel ein und ich frage euch, was hat euch nach Bukarest verschlagen? Wie kam es? Wart ihr gleichzeitig dort oder wie kam es dann zu der Kooperation? Du warst ja schon vor mir da, vielleicht fängst du einfach ja, an. Ja, ich bin 2013 nach Bukarest gekommen und hatte da unkünstlerisch das Angebot, eine deutsche Bäckerei aufzubauen. Mhm. Also in meinem Brotjob sozusagen, wenn man will, gearbeitet. Und habe das dann 2-3 Jahre gemacht. Und dann, ja, dann kamst du dazu, ne? Ja. 2015, glaube ich. Ne? Ja, da hatte ich mich beworben beim Rumänischen Kulturinstitut. Ja. Hab dann ein Stipendium bekommen. Eigentlich war es nur gedacht, 2 Monate zu bleiben und da wurden dann 2 Jahre draus. Oh, wow. Ja. Okay, das ist cool. Aber ihr kanntet euch da schon? Ja. Wir kannten uns schon aus Leipzig, und, ja. Ah, sehr cool. Und ihr wart aber auch dann zur gleichen Zeit dort? Genau. Und ist da direkt die Idee entstanden, das zusammen zu machen oder hat sich das dann erst so... Nee, ich hatte eigentlich an einem Dokumentarfilm gearbeitet die ganze Zeit und für das Stipendium hatte ich mich beworben mit einem Fotografieprojekt und hatte dann relativ unfokussiert eigentlich dann in meiner Freizeit immer mal so meine Spaziergänge mit Fotografien verbunden. Mhm. Das war vielleicht auch das Positive, dass ich da relativ frei an die Sache rangegangen bin. Und später kam dann eine französische Künstlerin auf mich zu, die in Bukarest gerade eine Ausstellung gemacht hat, die Hamlet-Maschine, so interaktiv, und hat mich dann nach Bildern gefragt. Und da habe ich dann nochmal die ganzen Fotos eigentlich nochmal in dem Moment, dann Jahre später nochmal durchgeschaut und dachte, okay, super, die waren auch begeistert. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, da müssen wir ein Buchprojekt draus machen. Die Fotos geben es her und... Ja, und dann Michael mit reinzuholen, Lag nahe, ja. Genau, sehr cool. Ihr steigt hier direkt ein mit einem Text von dir, wo es auch so darum geht, dass man sich so ein bisschen ein Gefühl von Fremdheit und Fremde eigentlich versucht zu bewahren. Und das fand ich ganz, ganz interessant, weil du das auch gerade sagtest, dass das eigentlich so ein Flaneur-Buch mehr oder weniger ist, weil das auf die Aufnahmen auf Spaziergängen entstanden sind. Man hat so den Eindruck, dass es eben gerade davon auch lebt oder dass es vielleicht auch sogar ein Anliegen war, dann in der Zusammenstellung gar nicht so viel zu erklären, sondern einfach so einen gewissen Blick zu bewahren und gar nicht so viele Storys zu erzählen. Also hat das irgendwie so rund gemacht. Aber kann man das so sagen, dass ihr das so, dass ihr euch da vielleicht auch so ein bisschen in so einer Tradition seht? Ich weiß nicht, bei mir kam das Schreiben vor der Tradition. Also ich wusste gar nicht, in was für eine Tradition stellen. Ich muss sagen, wo wir uns kennengelernt haben, hatte ich Ethnologie und Afrikanistik studiert in Leipzig. Okay. Ja. Und natürlich hat dieser ethnologische Blick, den man ja auch lernt im Studium, diese teilnehmende Beobachtung, das ist schon auch, glaube ich, ein Kennzeichen oder versuche ich mir auch beizubehalten, dass ich jetzt nicht unbedingt moralisch urteilend an eine Situation rangehe, sondern halt einfach Dinge beobachte und denke, na gut, die Menschen werden schon wissen, warum sie Dinge so machen. Also nicht unbedingt jetzt so, dass man sagt, jetzt man geht gleich in eine Wertung rein oder so. Das glaube ich, das hängt vielleicht noch ein bisschen von meinem Studium nach. Und in der Zeit hatten wir uns ja auch kennengelernt hier und hatten zusammen unseren ersten Film gemacht über Lindenau. Damals war das noch so ein Hartz-IV-Viertel eigentlich so, ne, mit den charismatischen Gestalten und über den Captain des Leipziger Westen. Und ich glaube... Das ergänzt, also für mich hat sich das immer sehr gut ergänzt, wenn wir zusammengearbeitet haben, weil wir haben uns nicht wehgetan. Also es gibt ja so, dass sich die Dinge überdecken oder so, dass dann die Bilder die Sprache überdecken. Und das Gefühl hatte ich eigentlich nie, sondern das hat Raum für beides gehabt. Einfach so, Marcel hat seinen Stil gehabt, ich habe meinen Stil gehabt und hat sich dann jetzt auch bei diesem Bildband irgendwie so perspektivisch unterschiedlich gestaltet. Du hast verschiedene Blickwinkel, aber sie sind trotzdem nicht so weit entfernt, dass du sagen würdest, das würde jetzt
einen Bruch geben oder so. Ne? Also eine gewisse Harmonie in der Disharmonie oder wie soll man sagen? Ich weiß nicht genau. Also, wir haben jetzt nicht die schöne Tourist-Office-Bilder da drin oder so. Aber das fand ich auch total erstaunlich. Die Bilder gerade von diesen Protesten, die du hier drin hast, die sind so, ich weiß nicht, ob das typisch rumänisch ist, die sind so unaufgeregt irgendwie auch. Irgendwie das ist, du hast es ja auch so in den einen Text, man regt sich nicht wahnsinnig doll auf. Es ist zwar Protest, aber es ist trotzdem irgendwie nicht so aggressiv. Und ja, so, ja, es ist auch unter den einzelnen Protestgruppen nicht so politisch aufgeladen. Man sagen könnte, das würde im Westen ganz schwer funktionieren, dass irgendwie Monarchisten neben den Fußball-Hooligans, neben ein paar Anonymous-Masken, die ihre Masken zwar auch so halbherzig tragen, und noch LGBT-Verbänden und also das war ein Portfolio an verschiedenen Einstellungen, Meinungen, aber die haben da wirklich alle ganz friedlich miteinander, nebeneinander protestiert und hat ein gemeinsames Ziel und das ist erstaunlich aus unserer Perspektive. Ja, absolut. Total. Aber generell auch so die Stadt, diese Kontraste, die du ja gerade auch schilderst, so, die Stadt ist ja wirklich so voll davon. Diese, was weiß ich, die Taxifahrer, die dann irgendwie einen versuchen, die Madonnenbilder hängen haben und einen versuchen, zu Prostituierten weiterzuleiten, wie du ja dann zum Beispiel auch beschreibst oder. Einfach die Armut, die man teilweise auch sieht und dann aber eben diese absurden Malls, die da hingesetzt werden. Mhm. Und ich glaube, der Titel The City of Good Life, das ist eigentlich von einer Mall auch, oder? Ja, ja, genau, das war eine Werbekampagne. Eine Werbekampagne für so eine Mall, genau, das ist eigentlich so skurril. Aber ich finde, dadurch ergeben sich halt so abgefahrene Reibungspunkte, die halt auch wahnsinnig interessant sind irgendwie für so ein Projekt, glaube ich. Und ja, aber wie lebt man dann da? Wie habt ihr, also wir hatten es ja vorhin schon über diese Fremde, wie kommt man dann da rein, also wenn man da lebt, jetzt unabhängig von der Kunst, die man macht? Weiß gar nicht, ich überlege gerade, ob ich Schwierigkeiten hatte, aber hatte ich eigentlich nicht. Mhm. Also ich fand das sehr herzlich und auch sehr unproblematisch irgendwie so, weil es halt auch nicht so, also Rumänien war nie so aggressiv oder so. Für mich war immer angenehm als Fremder. Du konntest auch deine Fremde bewahren. Das war für mich immer wichtig. Also das ist ja auch in einem Gedicht so dargestellt. Für mich immer wichtig die Perspektive, dass ich nicht erdrückt werde von jemandem oder so, dass ich immer mir ein bisschen einen Schritt zurücktreten kann. Und Rumänien hatte ich immer so gelassen oder so. Du konntest so sein, wie du wolltest eigentlich. Also es war nicht so, ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass mir jetzt jemand vorschreibt, wie ich zu sein habe, sondern das war vielleicht auch von so einem Vielvölkerstaat, sag ich jetzt mal, halt einfach eine größere Kultur der Akzeptanz von anderen leben und leben lassen. So, ne? Also nicht so, der muss jetzt weg, weil er ein Ausländer ist oder sonstige Sachen, sondern einfach, ich habe da nie das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt irgendwas sein oder irgendwie sowas. Natürlich ist so eine endkapitalistische Gesellschaft natürlich durch Geld selektiert, das ist klar. Also in vielen Orten, wo ich dann war, konnten zum Beispiel die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die haben dann erstmal, ist mir auch erst mit der Zeit aufgefallen, so einfach so gesagt, geh mal ein Bier trinken. Und dann, ich wusste schon, was die verdienen oder so, dass sie sich normalen, sie haben jetzt auch nicht schlecht verdient, aber du hast auch die ganze Familie dran gehabt und hast es erst mit der Zeit so mitbekommen, was das eigentlich bedeutet, in so einem Umfeld zu überleben. Da war man natürlich privilegiert in der Sache, aber das war nicht so, dass dann jemand gesagt hätte, ja, du bist jetzt der reiche Deutsche und du kannst das leisten und wir nicht oder so, oder halt einfach so, das waren eher so Feinheiten, also das ist sehr feine Kultur, fand ich. Ja, und was Marcel gesagt hat, so dieses Flanieren, das ist wirklich das Richtige, ich kann mich entsinnen, so an Nächte manchmal, so, wo es so Bukarest hat so eine Faszination, dass es am Tag eine Horrorstadt ist mit der unglaublichen Verkehrsdynamik, wo du halt Stunden brauchst, um durch diese Stadt zu kommen. Aber nachts denkst du, bist auf dem Dorf. Ja. Du kannst durch diese Stadt einfach so ab Mitternacht, kannst du eigentlich im Sommer, kann ich mir entsinnen, da warst du irgendwo in den Club, dann hast du gesagt, dann laufe ich nur mal 3 Stunden durch die Stadt und da konntest du wirklich quer durch die Stadt laufen, hast du überhaupt kein Gefühl gehabt. Du hast eher ein dörfliches Gefühl gehabt und das fand ich immer unglaublich, diese Diskrepanz zwischen Tag und Nacht, fand ich wahnsinnig faszinierend. Weil auch, ich kann mich überhaupt nicht entsinnen, ich weiß gar nicht, das glaube ich nicht drin, aber in einem anderen Text hatte ich das auch so beschrieben, dass ich, wo dann viele gemeint haben, es wäre gefährlich in Bukarest, wenn du mit Leuten in Deutschland gesprochen hast und so.
Und ich fand Bukarest die ungefährlichste Stadt. Also, ja. Aber das ist auch ein Klischee, was die Rumänen auch gerne selber ein bisschen manchmal zelebriert haben, so aber dieses Gefährliche, auch, einfach um ein bisschen diese Weltstadt so, ah, da muss es doch was geben. Und aber dann selbst wenn du gesagt, Bukarest durch Ferentara oder was gelaufen bist, da hat mal irgendwo eine Klange, haben die Feuer gemacht oder irgendwas, aber war nie gefährlich. Ich fand es nicht gefährlich, also nie, überhaupt nie das Gefühl, wo sich mir instinktiv eingestellt hätte, ich wäre jetzt an einem gefährlichen Ort oder so. Ne? Aber Bukarest ist offenbar eine Stadt, in die man dann auch gern zurückkehrt, oder? Wenn ihr das so erzählt? Verliebt hat sich jetzt bestimmt keiner von uns. Es ist hart, sich in Bukarest zu verlieben, muss man ehrlich sagen, weil es ist halt für so ein westeuropäisches Städteempfinden eine ziemlich zerrissene Stadt. Mhm. Mhm. Also du hast halt Jugendstil, dann hast du wieder die Ceausescu-Bauten, dann hast du hast nicht so die Romantik, das ist Paris des Osten, aber du hast jetzt nicht die Romantik von dem Fluss, da ist diese Dambovica, oder wie heißt der Fluss? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist auf jeden Fall so ein kleines Flüsschen, was da durchgeht. Das gibt ja auch noch, wenn die Donau durchfließen würde, dann würde es ja auch nochmal anders ausschauen. Mhm. Aber es entfaltet nicht so leicht die Romantik. Also es hat die großen Parks und die erinnern in der Tat an Paris. Die sind ganz schön, ja. Und, aber es ist für mich so diese proto postsozialistisch kapitalistische Stadt einfach so, wo du schon merkst irgendwie so, du hast eine große sichtbare Armut auch auf den Straßen und so. Gleichzeitig hast du auch einen sichtbaren Reichtum, also große Karren, was weiß ich was. Und es ist eine Stadt voller Gegensätze, aber trotzdem auch angenehm. Also du siehst da viele so kleine Sachen auch, dass einer in seinen SUV da anhält und der an der Ampel, weil sie rot ist, und jemand was in seinen Hut schmeißt oder irgendwie sowas. Also es ist eine andere Art Gesellschaft, sag ich jetzt mal, auszuhandeln, wie jetzt hier oder so. Das ist, lebt trotzdem miteinander, hatte ich immer so das Gefühl gehabt. Ne? Ja. Wir fahren ja auch beide jeweils nochmal unabhängig voneinander, jetzt demnächst auch nochmal hin. Also das wird, glaube ich, auch immer eine Stadt bleiben, mit der wir verbunden sind und immer irgendwie im Laufe des Lebens, glaube ich, öfters nochmal landen werden. Zum Buchprojekt direkt nochmal. Ihr habt es über Crowdfunding finanziert. Wie kam es dazu? Na, für mich ist es jetzt so eines der ersten Bücher, wo ich sage, in der Größe, in der Auflage, das möchte ich machen. Und finanziell ist natürlich so ein Buch immer erstmal eine Herausforderung. Jetzt bei Lyrik kann man sagen, gut, da findet man jetzt irgendwie was, da sind die Buchkosten und Druck noch relativ gering, aber bei Fotografie schießt sowas halt natürlich gleich mal 90% nach oben, so einen Druckkostenpreis. Ja, von der Aufmachung her, das ist ja auch spezielles Papier, ne? Ja. Von der Warte her, ja. Und da war klar, okay, so wissen wir jetzt noch nicht, ob wir das jetzt selber stemmen können, wollen. Und war dann auch gut, schon mal so eine Resonanz zu sehen bei Crowdfunding. Und generell fand ich immer Crowdfunding spannend und toll und habe es bisher noch nie genutzt, auch bei den irgendwelchen anderen Projekten nie. Und dachte, okay, lass mal das lieber probieren. Ja. Oh. Nee, aber es ist cool. Also es hat mich total gefreut, dass das lief und dass das so geklappt hat. Und ich finde halt, für einen Verlag ist es natürlich auch super praktisch, weil der hat dann halt einfach seine Subskribienten quasi. Mhm. Oder wenn man das Crowdfunding, kann man ja wie so eine Art Subskribientensystem einfach verwenden. Ja. Und der weiß dann, okay, die Auflage ist mindestens so und so groß und hat ihre festen Abnehmer. Das ist natürlich immer total cool. Und ich fand es schön, ihr hattet ja dann so richtige Pakete auch gepackt mit noch den ganzen anderen Büchern von euch. Ja, und das war dann wirklich so ein richtiges Überraschungspaket, als das dann ankam. Genau. Ja, und wir waren uns ja auch ein bisschen unsicher, sage ich jetzt mal, in der Zeit. Aber jetzt konnte man ja auch jeden verstehen, der sagt, jetzt interessiert mich jetzt gerade Bukarest nicht so sehr, da neben Lockdown, Corona, keine Ahnung was. Ja. Da war es auch so, dass du sagst, okay, wie sehr so ein Buchprojekt, das ja doch jetzt ein bisschen teurer ist, einfach für so einen kleinen Verlag reinschlagen kann. Und da war halt einfach die Idee zu sagen, lass uns doch mal versuchen, aber das jetzt einfach die Leute, die das sowieso kaufen möchten, einfach uns jetzt das vorfinanzieren. Mhm. Und das hat uns unglaubliche Planungssicherheit gegeben und den Verlag auch. Also für uns war es echt ein super Projekt, was echt auch für mich eine Premiere war. Weil ich es normal nicht so gern habe, wenn man irgendwie so diese Vorfinanzierungsgeschichten, dann habe ich gleich immer das Gefühl, ich bin in Verantwortung für irgendwas. Mhm. Ja. Und dann, aber das ist jetzt total stresslos gelaufen und jetzt auch total schön angenommen worden. Ja. Echt, war eine schöne Sache.
Ihr beiden habt auch in eurer gemeinsamen Zeit in Bukarest einen Film zusammen gemacht, habe ich gelesen. Ja, vom östlichen Rand heißt der, glaube ich. Genau. Hm, sehr schön, den können wir ja vielleicht im Anschluss noch zeigen. Ich denke, das ist ein ganz cooler Schlusspunkt für das Video. Ich danke euch ganz herzlich für das Gespräch und für das Treffen. Und euch Dankeschön fürs Zuschauen. Bukarest, was warst du, bevor ich dich betrat? Ein paar Schüsse auf einen Pelzmützendreiecker in der Weihnachtszeit 1989 und rostige Kinderbetten, dazu ein Hörspiel von Die drei Fragezeichen mit Radulescu, dem grimmigen Rumänen. Mehr fiel mir nicht ein zu dir, als ich in Dublin ins Flugzeug stieg. Es ist nicht leicht, neue Fremde zu finden. Eine Stadt, ein Landstrich, ein Mensch. Bukarest, du bist fröhlich. Wer verdammt nochmal gab der Stadt diesen Namen? What are you doing? Are you an artist? Fragte eine Stimme neben mir, während ihre Titten meinen Arm streiften. Ich blickte auf. Sie war von standardisierter Schönheit und hatte etwas zu viel Metall um den Hals hängen. No, I'm not an artist. I still have no way to survive, but to keep writing one line, one more line, one more line. Das war eine Lüge. Ein Dichter wilde schreiben. Kein Reim, maar een Verhaal. Wie leuchten die Farben der Stadt, bevor wir ihr nahe traten, sie nach und nach mit Gewohnheit schändeten, Straße um Straße. Man ist in der Liebe zweimal ungerecht, einmal am Anfang, einmal am Ende, schreibt Camus. Bukarest romantisch zu sehen, bedarf gewiss einiger Anstrengung. Es am Ende noch schlimmer zu sehen, als es ist, war die logische Folge einer übermäßigen Anfangsanstrengung. Hier war alles grundsätzlich möglich, alles unmöglich und nichts war, wie es schien. Niemals der zu sein, den man dir glauben machen will, dass du es seiest. Gefährlich, sagte mir jemand zuvor, wäre Bukarest. Das war es zumindest nicht. Wo immer diese Gefahr war, in meiner Nähe nie. Keine Schlägereien, keine Junkies, steril, clean, brav. Security, wohin man blickte, und Menschen, die funktionierten und irgendetwas darstellten. Die Kleindealer, die sich auf einen halbleeren Parkplatz zur rumänischen Gangster-Rap-Lichthu begaben, obwohl sie sich längst erkannt hatten und auch längst von den Bullen erkannt wurden, das glich alles einer schlechten Kopie. Diese Stadt war eine verfluchte Depression, die Gott auf seinem Weg über die Erde hier abgestreift haben musste. Ich bin nicht stiller, schrieb ein Bildhauer in seiner Zelle. Je suis un autre, schrieb ein anderer, bevor er Waffenhändler wurde. Mach doch die ganze Stadt dicht, rief ich zornig in den Januarabend, als ich abermals auf eine verschlossene Tür stieß, in der vor Wochen noch eine Kneipe zu finden war. Keine Frage, dieser Mann, der sich da seinen Weg durch die Straßen von Bukarest bahnte, hatte sich einen kräftigen Lagerkoller eingefangen, dachte ich in einem Moment der Selbstabstraktion. Es war alles so rumänisch hier, dachte ich weiter. Allerdings war das auch keine besonders schlaue Aussage, denn ich war ja in Rumänien.